Einen wunderschönen guten Tag, Couchos, zu einer neuen Runde The Culling. Ich habe mir wieder den Timo geschnappt. Und dieses Mal rocken wir die Insel, habe ich gehört. Seltene Map geworden, so vom Gefühl. Ich weiß tatsächlich gar nicht, wie es jetzt bei den letzten Aufnahmen war, aber so vom Gefühl her spiele ich viel, viel häufiger Prison. Kann aber auch täuschen. Kann täuschen. Nix, 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 nix. Nope. Nope. Komm, hier wird ja wohl irgendwas drin sein. Ja, okay. Nicht der größte Fan vom Tanto Knife. Als es noch Tier 2 war und ein bisschen. Ah, das gefällt mir besser. Das gefällt mir besser. Gucken, ob hier oben noch irgendwo was ist. Ein Fangcontainer, ja, okay. Den kann man ruhig noch mitnehmen. Ja, mal schauen, wie voll die Runde dieses Mal ist. Die letzten Runden waren ja doch immer ganz gut gefüllt. Während wir ja davor häufig, naja, quasi Runden ohne Gegner hatten. Tanto behalte ich mal eben. Das kann ich im Zweifel auch einfach wegschmeißen. Ah, das. Ich weiß nicht, ob Timo irgendwie eine Waffe braucht. Deswegen behalten wir es. Er ist bei den Labs noch unterwegs. Gut, da braucht man natürlich relativ lange, um die zu looten. Deswegen ist er da, steht er da auch noch. Das ist mein Gebäude. Deswegen gehe ich ungern in die Labs. Ich meine, klar, da kann man natürlich entsprechend was ganz Brauchbares finden. Aber man ist halt auch einfach ewig da drin unterwegs. Ist das Problem. Okay, Gegner. Ja, okay, Gegner haben wir nicht besonders viele. Was ist denn da? Ja. Tanto? Was ist jetzt los? Timo? Timo, hallo? Timo? Okay, du brauchst das Tanto nicht. Dann verkauf es. Jetzt haben wir, jetzt haben wir beide eine gute Waffe. Naja, semi-optimal möchte ich es nennen. Okay, nächster Gegner ist da. Ist natürlich praktisch, dass er einen Man-Tracker gefunden hat, weil ansonsten könnte das auf der Insel ein langwieriges, ja, Unterfangen sein. Insel ist dann ja doch sehr suchintensiv, nenne ich es mal. Okay, Gegner schon in der Nähe. Wenn ich das eben richtig gesehen habe, waren zwei Einzelne am Leben. Also 6 Leute und 2 sind einzeln. Das heißt, es ist noch ein Team und 2 Einzelne. Sollte ich das richtig gesehen haben. Okay, die sind... Ist das einer der Einzelnen? Ne, ist kein Einzelner. Wirklich? Was ist eigentlich kaputt? Timo, du klopfst dich mit dem anderen. Ich mach mal den hier. Bei mir hat er eben noch geblockt. Bei mir hat er doch eben... Hat er nicht geblockt? Er hat scheinbar nicht geblockt. Er hat scheinbar zugeschlagen. Okay. Ja, ich glaube, außer uns lebt schon keiner mehr. Also, und dem einen Team. Ach man, das ist kein Stein. Ja, es... Warte, Moment. Mir wird nur kleiner, wenn nur noch 3 leben. Ja, es lebt nur noch einer. Ja, solche Runden gibt es dann halt leider auch. Er holt sich noch eine Impact daraus. Ja. Das ist halt dann... Was hast du liegen lassen? Ach komm, noch ein zweites. Ich bin voll im Heal-Modus. Was? So geht das. Oder wollte er mir das... Ich weiß gar nicht, ob...
War Timo das, der das in die Kommentare damals geschrieben hat? Hat was? Du schaust auf die Folge. Hattest du mir das damals in die Kommentare geschrieben mit dem Feuerlöscher? Oder war das jemand anderes? Also ja, ich kannte das mittlerweile mit dem Feuerlöscher. Ich habe das zwar, glaube ich, noch nie irgendwie sinnvoll eingesetzt, aber prinzipiell ist mir das bekannt. Ja. Oh Gott. Selbst mit dem Sprung war mal... Wie hier oben einfach mal ein rotes Fass drauf ist. Ha, tja. Das kann ich wohl besser. Da. Ich hab davon noch welche. Aber der andere hat 2 Kills. Den dürfen wir nicht auf die leichte Schulter nehmen, wenn ich ehrlich bin. Dann wird sogar Mid-Match-Airdrops. Er wird auf jeden Fall den Funk dafür haben. Gut, Timo hat sich ja die Nate geholt. Beziehungsweise die Impact. Das ist ja eine Impact-Grenade. Also er hat sich die Nate geholt. Das war ganz richtig, was ich gesagt habe. Ja. Ja, ihr habt euch tägliches Culling gewünscht. Dalu hat ja auch wieder so ein bisschen Lust auf Culling. Oder was heißt Lust? Wir hatten ja beide nicht keine Lust auf Culling. Es ist halt einfach das Problem, dass man in solche Runden kommt. Und die wenig spektakulär sind. Aber ich möchte euch den Wunsch nach täglichem Culling so gut es geht erfüllen. Und habt ihr auch gesagt, ja, auch ruhig mal eine Runde, wo ich verliere oder so. Aber im Zweifel... Ist der da drin? Warum habe ich eigentlich... Warum habe ich nichts an? Kann mir das einer sagen, warum ich nichts anhabe? Ist der rausgegangen aus dem Spiel? Nee, der stand da die ganze Zeit. Was hast du jetzt vor? Im Ernst, was ist jetzt sein Plan? Hä? Hä? Achso, ach, er hat da Fallen aufgestellt. Ich kann ihn nicht treffen. Au! Haha, Timo, du hast mich getroffen schon wieder. So, jetzt laufen wir nochmal durch die Fallen durch. Ich höre mich nochmal eben. Also was? Ich meine, gut, sein Plan war, hey, ich lock die Leute in die Falle. Er ist nochmal getauntet da. So, jetzt laufen wir wieder in die Falle drum rum. Aber der hier ist ganz komisch am Lecken. Der war ganz komisch. Auch vor allem dieses eine Mal da, als er eigentlich getasert war und ich dann so draufschlage und er steht auf einmal woanders. War das einfach nur ein Lag oder? Ja, wobei, ja, ich glaube, die Runde war einfach sehr komisch verbuggt. Ich würde euch gerne das Scoreboard zeigen. Ist leider nicht möglich. Wir sehen hier noch, wie viel Leben Timo hat. Ja. Wie gesagt, Leute, ich versuche euch weiterhin... Oh, Victory steht da. Ich versuche weiterhin, euch täglich Culling zu bringen. Ich versuche auch... guck mal. Euch spannende Folgen zu bringen. Manchmal kommt halt auch sowas dabei raus. Ja. Auch das könnt ihr mir gerne mal in die Kommentare schreiben, ob ihr sagt, ja, hier, so eine Runde ist okay. Hey, cool. Ja, da haben wir was. War ja irgendwo auch lustig. Gerade der am Ende hier jetzt mit seiner komischen Aktion, wie er sich hin und her teleportiert hat. Da frage ich, gibt es so einen Hack, womit man sich einfach so ein paar Meter nach vorne teleportieren kann? Das wäre ja mega krass, wenn man das gehen würde. So, du bist getasert oder bist geschubst, auf einmal drückst du deine Taste, ha, jetzt stehe ich weiter weg, jetzt konntet ihr mich nicht schlagen. Oder, aber ich meine, gerade wenn wir den Endscreen hier sehen, würde ich eher sagen, das war einfach nur Leck. Aber wie gesagt, gerne einfach auch das da mal schreiben, wie ihr solche Runden findet. Das findet man halt leider aktuell häufiger. Aber wie gesagt, ich versuche euch täglich Culling zu bringen. Auch weiterhin mit Dalu. Und ja, wir sehen uns auf jeden Fall in der nächsten Folge wieder. Ich bedanke mich vielmals fürs
Zusehen. Lasst einen Daumen da, wenn es gefallen hat, und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin, haut rein.